Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trade-Besprechung. Aber davor, wie immer, der Risikohinweis, den darf ich euch nicht vorenthalten. Lest euch das in Ruhe durch. Wenn ihr dann soweit seid, dann können wir auch mit dem Thema starten. Heute möchte ich über ein sehr spannendes Thema sprechen, nämlich über Widerstände und Unterstützungen in Kombination mit dem Marktprofil. Dann kommen wir noch zu diesem Trade, den ich umgesetzt habe, zu sprechen. Aber davor möchte ich erst einmal über Widerstände und Unterstützung sprechen. Wieso war für mich diese Aktie so interessant? Die Aktie, die hat sich in einem intakten Aufwärtstrend befunden, das steht außer Frage. Und dann, was eben für mich sehr von Interesse war, wir haben hier eine sehr starke Unterstützungszone gehabt. Das habe ich euch hier nochmal mit der grünen Linie eingezeichnet, weil die Aktie an diesem Kurslevel immer wieder ja, nach oben gelaufen ist. Hier sind immer wieder Käufer in den Markt getreten. Das konnten wir zum einen hier an diesem Price-Action-Signal sehen, an diesem Pin. Und zum anderen haben wir hier immer wieder gesehen, dass die Käufer, dass die Bullen Positionen aufgebaut haben und eben hier nicht nach unten gehandelt wurde, sondern dass hier wirklich eine starke Unterstützung entstanden ist. Und das eben in Kombination mit dem Marktprofil. Was ist das Marktprofil? An dem Marktprofil wird eben ersichtlich, wie viele Stücke auf welchem Preislevel, auf welchem Kursniveau umgesetzt wurden. Und dafür gibt es dann eben effiziente und weniger effiziente Marktregionen und die kann man eben dann sehen, sie werden dann visualisiert. Und allgemein geht man eben davon aus, dass Regionen mit höheren Umsätzen als Widerstände und Unterstützungen fungieren. Das sehen wir jetzt eben hier. Hier haben wir eben im Marktprofil eine sehr starke Volumenunterstützung, hier sind sehr viele Umsätze innerhalb dieses Kursbereichs generiert worden und dann kann man das eben auch als Unterstützung oder Widerstand sehen und das sehen wir ja auch hier dann aus der normalen technischen Chartanalyse, als ich hier diese Unterstützungslinie eingezeichnet habe, um einfach zu zeigen, ja, die Kurse haben hier wirklich immer wieder Unterstützung gefunden an diesem Bereich. Und das ist eben das Schöne, dass man sich in den Chart zum Beispiel das Marktprofil reinsetzt, um einfach zu schauen, ist diese Unterstützungszone wirklich so stark? Haben wir hier wirklich viele Signale, die zusammenkommen und das eben unterschreiben? Und das in diesem Fall, ja, kann man so unterschreiben. An diesem Haupteffizienzlevel, das ist jetzt hier ein Haupteffizienzlevel, erfüllt eben der Markt seine Aufgabe, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen und somit zu einem möglichst großen Umsatz zu bringen. Und wenn wir eben Lücken im Marktprofil sehen, dann lassen sich daraus umsatzschwache Zonen, uneffiziente Zonen herausleiten, wo Käufer und Verkäufer in der Vergangenheit wenig konkurriert haben und dem jeweiligen Gegner das Feld überlassen haben. Und wenn wir eben hier starke Zonen liegen haben, dann sehen wir, dass hier dann ja, starke Unterstützung oder Widerstand herrscht. Ich möchte euch einfach damit eine Hilfestellung geben, dass ihr euch, wenn ihr euch zum Beispiel unsicher seid oder wenn ihr noch mehr Signale haben wollt, dass ihr euch das Marktprofil in den Chart legt und schaut, ist das wirklich so eine starke Unterstützung? Können wir da was erwarten? Können wir da eine Reaktion im Markt sehen? Und mit diesem Hintergrundwissen wusste ich, dass ich diese Aktie auf jeden Fall nur auf der Long-Seite handeln wollte. Das habe ich dann auch so umgesetzt. Ich habe hier dann einen Schlusskurs oberhalb dieser Widerstandslinie abgewartet, das war in dem Fall hier, habe mich dann hier am Hochpunkt in den Markt stoppen lassen, den Stopp habe ich an den Tiefpunkt gesetzt und habe dann die Bewegung gehandelt. Und wenn man sich dann unsicher ist und nicht weiß, wohin mit dem Stopp, wenn man eben so eine große Kursbewegung sieht, dann kann man in die untergeordnete Zeiteinheit schalten und da seinen Stopp verwalten. Man hätte hier auch noch viel besser in den Markt kommen, in dem Fall, wenn man hier das Retest gehandelt hätte. Die Aktie testet hier nochmal das Ausbruchslevel an. Hier hätte man eine ja, Limit-Order platziert. Dann hätte man in diesem Fall noch ein besseres CRV herausholen können als das von 4. Aber das ist nicht so schlimm. Der Trade ist auch hier gut aufgegangen. Ich schalte nochmal in die mittlere Trendgröße. In dem Fall hier in den Stundenchart. Das wäre in dem Fall hier dieser Einstieg. Wenn man das Retest gekauft hätte, es wäre in dem Fall ein besseres CRV. Aber es ist auch kein Problem, sich hier im Hochpunkt in den Markt einstoppen zu lassen. Wie gesagt, ich habe dann hier meinen Stopp hierhin gesetzt. Wieso? Weil ich hier eine Umkehr gesehen habe, ein Pimba-Reversal. Die Aktie, die schafft es zwar hier neue Hochpunkte zu generieren, aber nicht nachhaltig. Sie wird dann komplett nach unten wieder runter gehandelt und der Schlusskurs ist auch tiefer als der Eröffnungskurs. Und das war für mich in dem Fall ein bärisches Chartmuster und deshalb habe ich gesagt, ich will meine Gewinne nicht weggeben und setze meinen Stopp jetzt hier an den Tiefpunkt und lasse diese Gewinne auf jeden Fall
in trockenen Tüchern. So kann man in dem Fall die Bewegung handeln, nachdem man eben abgewartet hat, dass die Aktie hier ausbricht und per Schlusskurs auch macht. Das ist eben dann ein bullisches Szenario und man kann dann diese Bewegung schön mit nach oben nehmen. Genau, das war dann auch schon alles zu diesem Trade. Wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und gute Trades.